bunten Dschungelwelt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. You really get a big call. This been in the heights. Got from the swamp, lots of cops, let me check it. Nice mastermind, he already owned the title. From behind, he gets a wind up of many motorcycles. Pull up quick with two foot six, the trouble up top. These are the one groups can shoot, and you can think of hot stops. The kind of man that can jump right through to your phone. He's out from over to the side of the road. I'm picking up all the Mr. Blinds and some signs. Now you're sure you got it. Five foot steps and go mad to the side. He's out of trying to be a spirit. If you're not jumping, you're not the head. Find us barbers and tailors, you know we thought we'd look as good. We'll take you out without a doubt, boom, bitty, bang, bang. My advice to criminals is stay the fuck away from Wang Wang. Wang, 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 2'9". He'll kick you in the nutsack from behind. If you think Wang, Wang's coming soft to slack, never that, never that, never that. He's back on the scene as the man who just cash checks and have sex. He's seen your mama naked with his high-tech mod spec. Birds in hotel rooms never giving a shit. If he sees a naked bitch, best believe she get a tender kiss. After busting some heads, y'all could catch him at the disco, rocking up skirts and clocking more thongs than Cisco. Staying alive is no jive when he dance. The women cry, they get hypnotized by his hips swaying. Hier kommt der Held unserer bunten Dschungelwelt. Ein Menschenfindelkind, dessen Eltern Wölfe sind. Er kennt sich aus, ist im Dschungel hier zu Haus. Ein frecher kleiner Mann, der mit Tieren sprechen kann. Doch am besten schaut ihr euch das selber an. Der Häuptling aller Wölfe, das war sein Papa. Und wenn's im Dschungel brenzlig wird, sind viele Freunde da. Freunde wie die Schlange K und wie Baloo der Bär. Bösewicht Chirka, der jagt vergeblich hinterher. Mowgli, unser Held, der bunten Dschungelwelt lädt euch alle herzlich ein, selber mit dabei zu sein. Auf der Abenteuerjagd, ja, wer Abenteuer mag, ist willkommen hier bei uns im Dschungelbuch. Denn Abenteuer gibt es hier genug. Im Jahre 2086 reisten zwei friedliche Bewohner fremder Planeten auf die Erde. Sie brauchten unsere Hilfe. Als Gegenleistung gaben sie uns die Pläne zu unserem ersten Hyperantrieb, der es der Menschheit ermöglichte, das Tor zu den Sternen aufzustoßen. Wir haben ein Team einzigartiger Individuen zusammengestellt, das die Erde und unsere Verbündeten schützen soll. Mutige Pioniere, den höchsten Idealen und der Gerechtigkeit verpflichtet, widmen sich der Aufgabe, Recht und Ordnung jenseits der neuen Grenzen zu bewahren. Das sind die Abenteuer der Galaxy Rangers. Im Jahre 2086 reisten zwei friedliche Bewohner fremder Planeten auf die Erde. Sie brauchten unsere Hilfe. Als Gegenleistung gaben sie uns die Pläne zu unserem ersten Hyperantrieb, der es der Menschheit ermöglichte, das Tor zu den Sternen aufzustoßen.
Wir haben ein Team einzigartiger Individuen zusammengestellt, das die Erde und unsere Verbündeten schützen soll. Mutige Pioniere, den höchsten Idealen und der Gerechtigkeit verpflichtet, widmen sich der Aufgabe, Recht und Ordnung jenseits der neuen Grenzen zu bewahren. Das sind die Abenteuer der Galaxy Rangers. Zeit, in einem fernen Raum, der Planet Neu-Texas, ein Freiheitstraum, das Land freier Menschen, so könnte es sein, doch mischte sich immer auch Böses mit ein. Ein Mann des Gesetzes kam irgendwo her, er hatte die Kraft wie ein Wolf und ein Bär, Beschützer der Schwachen, er trotzt jeder Gefahr. Der Hüter des Rechts, Marshall Brave Star. Fliegen, Popeye, wer haut zu, dass sich die Balken biegen?
Popeye, der Seemann. In Seemannsgarn. Als erstes seht ihr der größte Seemann der Welt. Kinder, wenn ihr einmal Seemänner werden wollt wie euer Onkel Popeye, müsst ihr zuerst etwas über sie lernen. Das ist das berühmte Boot, in dem George Washington den Delaware überquerte. Willst du denn hin, du Dreikäsehoch? Ich bin kein Dreikäsehoch. Werd nicht gleich frech, du Zwerg. Lass meine Haare in Ruhe. Du nimm die Pfoten weg, sonst raus. Geh weg, geh. Au, du machst dir meinen Anzug kaputt. Ich hab die Mutti aber fein rausgenutzt, du lackierter Affe. Weine nicht. Soll ich dir mal zeigen, wie Popeye aufgeräumt hat, wenn's gefährlich wurde? Ich bin Adam, Prinz von Eternia und He-Man und Masters of the Universe. Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Cringer wurde zur mächtigen Battle Cat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Kosmische Komet. Nun ist endlich Zeit, die Tore von Grayskull zu öffnen. Ei, ei, seht mal, wer da ist. He-Man. Wie recht du hast, Pelzgesicht. Ja, ich bin's, Pelzgesicht. Ha! Nein!
Wir kommen zurück, He-Man. Wascht euch aber zuerst. Nun, die werden uns eine Zeit lang nicht stören. Ich fürchte, das stimmt nicht. Der Angriff war nur eine Probe. Von was? Von der Kraft des kosmischen Kometen. Skeletor plant, sie gegen Eternia zu gebrauchen. Dann werden wir ihn aufhalten müssen. Mehr als Mut wird man dafür brauchen, He-Man. Zagras wird es dir erklären. Wer ist Zagras? Der Hexenmeister der Zagrasberge. Mehr als ein Hexenmeister. Er ist Verwalter der Kometen. Du musst versuchen, ihn zu finden. Beeil dich. Was ist das für ein Auftrag, Duncan? Mit eurer Genehmigung, Majestät, möchten wir es im Augenblick noch geheim halten. Ich kann es nur wiederholen. Es ist äußerst wichtig für Eternias Sicherheit. Nun, lieber Adam, es scheint, als ob du endlich mal wieder etwas Verantwortung zeigst. Danke, Vater. Aber wenn es so wichtig für Eternia ist, dann sollte der Hauptmann der Wachen auch mitgehen. Teela, du begleitest den Prinzen und Man-at-Arms. Ja, Sir. Kann ich nicht auch mit? Sie könnten meine Magie gebrauchen. Mein lieber Orko, das glaube ich nicht. Naja, dann bleibe ich eben in der Nähe und übe ein paar Zaubertricks. Andererseits kann man nie wissen, ob deine Geschicklichkeit nicht doch gebraucht würde. In Ordnung, du kannst mitgehen. Die Zeit ist gekommen! Gebt euch die Hände, damit wir unsere mystischen Kräfte vereinen! Lasst unsere Bösartigkeit wachsen und sich verbreiten! Der kosmische Komet ist jetzt in meiner Macht! Wir müssen jetzt angekommen sein. Anhalten, Attack, Red!